so gut wie wir, liebe Schwestern und Brüder? Niemand. Denn daran erkennt man uns. Das ist unser, wie wir heute modern sagen, unser Alleinstellungsmerkmal. Man sieht sofort auf den ersten Blick, wow, das ist ein Christ, eine Christin. Das ist umwerfend. Man erkennt uns daran, wie wir lieben. Und sie lachen. Wo kommt das her? Ich habe es mir schon fast gedacht, dass sie darüber lächeln. Es ist ein sehr entwaffnendes Lächeln. Ich kenne es ja von mir selber. Niemand soll so gut lieben können wie Christen. Daran wird man euch erkennen, sagt Jesus. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Und was machen wir daraus? Ich will jetzt keine neue Litanei in der Kirche einführen, die Klagelitanei, da haben wir genug von. Dass wir das nicht schaffen und dass wir kaum die Kirchtür noch in der Hand haben und schon wieder das Maul zerreißen und so fort. Und wie wir übereinander denken, wie wir miteinander umgehen, auch gerade in der Kirche. Um dann vom Verhalten nach außen ganz zu schweigen. Aber da sind wir manchmal ein bisschen gemäßigter als innerhalb. Je enger wir sind in der Kirche, desto schlimmer ist es, habe ich manchmal den Eindruck. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So hat Jesus das nicht gemeint. Sondern er spricht von Liebe. Und wir wissen, das ist ein Allerweltswort. Jeder kann dieses Wort im Munde führen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, naja, die haben gerade allen Grund zu reden von der Liebe. Und immer wenn es um Liebe geht, wollen sie auch noch mitreden. Also sie wollen dann Vorschriften machen, wie das geht mit der Liebe. Und sie wollen sie ordnen. Wo kommt das eigentlich her? Und es gibt uns die Gelegenheit heute, wenn wir dieses deutliche Wort Jesu hören, von der Liebe, von diesem Gebot der Liebe, heute noch einmal darüber nachzudenken, was wir denn darunter verstehen, wenn wir dieses Wort benutzen. Und das meint nicht, dass wir das, womit ich heute begonnen habe, alles schönreden, im Gegenteil. Aber was meinen Christen, wenn sie von Liebe reden? Wir kommen vielleicht darauf, wenn wir Jesus genau zuhören, das sollten wir immer tun. Warum sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot? Hat Jesus das erfunden? Hat Jesus die Liebe erfunden? Die gab es doch schon vorher, hoffen wir doch, unter Menschen. Es steht im Alten Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Leben. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, steht auch schon im Alten Testament. Also zumindest da haben wir es. Keine Erfindung Jesu. Warum sagt Jesus am letzten Abend seines Lebens, dem wir ihm heute zuhören, dem ist der Abschnitt des Evangeliums entnommen, ich gebe euch ein neues Gebot. Und er führt das weiter aus. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Also Jesus selber macht sich zum Maßstab der Liebe. Und immer wenn Christen von Liebe sprechen, wenn sie über Liebe reden oder sie gar ordnen wollen, wenn sie sich dazu äußern, sie wissen, wie umstritten kirchliche Äußerungen zu diesem Thema sind, dann ist Jesus selber der Maßstab. Was heißt das? Wir können sozusagen immer in zwei Fallen tappen. Diese Falle heißt in diese eine Richtung, wir banalisieren Liebe. Für manche ist Liebe das gleiche wie Sex. Das ist ein bisschen schwach auf der Brust, hier vom Kopf her allein schon. Also ein bisschen unterernährt sozusagen. Aber bitte, das ist die eine Gefahr einer Banalisierung. Die andere Gefahr ist, wir reden so wolkig und leuchtend von der Liebe in einem siebten theologischen Himmel. Muss ich kurz ausmachen.
Sie sehen, es ist immer gefährlich, wenn man von der Liebe spricht, dann hängt sich sogar die Technik auf. Dass wir so abgehoben von Liebe sprechen, dass es niemand mehr versteht. Das sind die beiden Fallen. Wir können aber, wir müssen geradezu, wenn wir dieses neue Gebot Jesu ernst nehmen, sehr konkret von der Liebe sprechen, denn auch Jesu Liebe zu den Menschen, zu den Seinen, war sehr konkret. Das heißt, wenn wir ein paar Punkte herausnehmen, es gibt keine Liebe ohne Verpflichtung. Viele sprechen heute von Liebe, als sei das so ein frei flottierendes Feeling. So, das kommt und geht und dann wechseln wir das und dann ist es halt so. Nein, das ist nicht Liebe, das ist irgendwas. Das sind Gefühle, die meistens trügen, kurzlebig, sehr wechselhaft, nicht verlässlich. Die mögen schön sein, nichts dagegen. Aber das ist nicht, wenn wir christlich Liebe sagen. Liebe gibt es nicht ohne Verpflichtung. Wenn Jesus auf sich selber hinweist, im Kreis der Apostel, bei denen er sitzt, sogar noch mit dem, der ihn verraten hat, der ist gerade erst rausgegangen, wie das Evangelium heute sagt, dann sehen wir, welche Verpflichtung Liebe bedeutet. Sie erträgt sogar einen Verrat. Das ist vielleicht ein Extrem, aber es ist doch sehr realistisch. Liebe ohne Verpflichtung ist keine Liebe. Denken wir uns ganz kurz noch einmal in diese Zwölfertruppe hinein. Wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, das ist eine Gurkentruppe. Was sind das für 12 Apostel? Die hauen alle ab. Der eine verkauft ihn, Petrus kurz danach hier, trotz aller heiligen Eide, die er hier schwört, verrät ihn. Keiner versteht ihn richtig. Wir hören jetzt gerade diesen Dialog, wo Jesus seine Gedanken noch einmal zusammenfasst und weiß, er muss dieser Truppe das, was er gelebt hat, das, was seine Absicht ist, das, was er von Gott bringt, er muss es dieser Truppe anvertrauen. Daher diese dichten Gedanken an seinem letzten Abend. Und dann stellen sie die unmöglichsten Fragen. Gestern noch hörten wir das im Evangelium, wenn Philippus sagt, zeig uns doch den Vater, das reicht uns dann. Oder Thomas, wohin gehst du denn? Wir wissen gar nicht den Weg. Und Jesus muss immer auf sich selber hinweisen, sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin der Weg. Das haben sie 3 Jahre lang nicht verstanden, wo sie Tag und Nacht mit ihm zusammen waren. Wie viel menschliche Frustration, wenn wir uns einmal in Jesus hineindenken, steht dahinter, muss er durchlitten haben. Die Passion beginnt schon lange vorher, vor der Verurteilung durch Pilatus. Nämlich im Kreis seiner Jünger beginnt die Passion. Sie beginnt mit uns, denn wir sind ja auch nicht viel anders. Das ist Liebe. Das ist Treue. Das ist eine Verpflichtung einzugehen, die man durchträgt und nicht zu sagen, naja, jetzt hatten wir eine ganz schöne Zeit, aber jetzt ist es eben zu Ende. Wirkliche Liebe, liebe Schwestern und Brüder, ist nie zu Ende. Nie. Das ist das, was uns das Neue Testament auf jeder Seite sagt, was uns Jesus deutlich macht, am Kreuz deutlich macht. Das ist das, was wir Ostern feiern, dass diese wirkliche Liebe, die sich auf diese Welt einlässt, die einzige Liebe, die diesen Namen verdient, selbst durch die Mächte des Bösen und des Todes nicht beschädigt werden können, sondern dass sie überlebensfähig sind, dass sie bleiben, dass sie leben, weil es Gottes Kräfte sind, die hier am Werk sind, Gottes Macht, die hier am Werk ist, die keine Macht dieser Welt, kein Böses zerstören kann. Wirkliche Liebe übt sich ein. Die ist nicht wie ein Gefühl plötzlich da, das einen anfliegt und dann ist man hormonell ganz aus dem Häuschen und tut die unmöglichsten Dinge. Das mag alles schön sein. Es geht nicht darum, das zu verurteilen, aber darauf zu bauen. Das als Fundament zu nehmen, ist zu wenig. Ist zu schwach. Wirkliche Liebe übt sich ein. Und nehmen wir das als ein Beispiel. Wie üben wir die Liebe Gott gegenüber ein? Zum Beispiel, indem wir Gottesdienst feiern.
Das ist eine Einübung der Liebe Gott gegenüber. Es ist eigentlich schrecklich, wenn wir davon sprechen, es gibt eine Sonntagspflicht. So als gäbe es eine Pflicht zu lieben. Das klingt immer so ein bisschen nach Immanuel Kant und hat schon so ein bisschen was Zwangsprotestantisches, so einen aufgeklärten Zwangsprotestantismus als Background. Das ist viel zu schwach. Aber Liebe braucht die Einübung. Liebe braucht Ritual. Braucht das Umfassende des Lebens, das hineingenommen wird in meine Alltäglichkeit. Deshalb hat das hier, wenn wir uns hier treffen, nichts mit Pflicht zu tun, sondern es ist eine Einübung in die Liebe Gott gegenüber und auch den anderen gegenüber, die kommen. Daran soll man euch erkennen. Augustinus hat natürlich auch über diese Stelle nachgedacht. Und er sagt ein schönes Wort. Warum nennt es der Herr ein neues Gebot? Weil wir dadurch den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen? Und er grenzt, natürlich, Augustinus spricht aus einer tiefen Erfahrung heraus, er sagt, der Herr grenzt es bewusst von der fleischlichen Liebe ab, die ihre Grenzen hat, und spricht von einem neuen Gebot. Denken wir an Treue, auch gerade was den Jüngerkreis angeht, was uns angeht. Denken wir an das Einüben. Praktizieren wir das, was Jesus sagt. Und Augustinus verspricht Folgendes: Die Liebe erneuert denjenigen, der dieses Gebot hört oder vielmehr, der es befolgt. Und zwar nicht irgendeine Liebe, sondern die Liebe, die Jesus selber gelebt hat, mit der er gestorben und auferstanden ist. Genau jene Liebe. Sie erneuert uns. Mögen unsere Versuche noch so zaghaft sein, manchmal noch so auf schwankenden Beinen stehen, manchmal gut gemeint und dann doch daneben, aber es sind wichtige Versuche, die uns erneuern. Jesus selber muss der Maßstab christlicher Liebe sein. Und ist dieses Evangelium nicht doch auch wieder ein Impuls, dass wir es auch miteinander versuchen?